Mit gerade einmal 11 Monaten steht Wang Yuqi bereits auf dem Board und gleitet souverän den Schneehang hinunter. Beim Gehen ist sie weniger erfolgreich. Sie setzt einen wackeligen Schritt und wechselt dann doch lieber in den Vierfüßlergang. Wir haben sie in die Boots gesteckt und gemerkt, dass sie sich selbst auf dem Board aufrichten kann. Wir waren selbst überrascht. Wir haben sie dann weiterhin ermutigt und sie auf einen seichten Hügel gesetzt und zugeschaut, wie sie ganz alleine in der Hocke herunterschlittert. Dass das Baby selbst Spaß am Snowboarden hat, erkennen die Eltern daran, dass es sich dabei auf die Schenkel klopft und vergnügt gluckst. Sicherheitsbedenken haben sie keine. Sie trägt Protektoren unter ihrem Skianzug. Sollte sie stolpern und fallen, ist sie geschützt. Ich denke, so würden alle Eltern ihr Kind vorbereiten, wenn sie wollen, dass es an Outdoor-Sport Gefallen findet. Wang Yujis Eltern sind selbst erst seit kurzem begeisterte Snowboarder. Peking ist der Austragungsort für die Olympischen Winterspiele 2022. Deshalb macht die Regierung viel Werbung für Wintersport bei der Bevölkerung und baut die Skigebiete für die Massen aus. Das kleine Snowboard-Wunder kommt dem Spielemarketing da ganz gelegen. Denn das Internet ist bereits auf Wang Yuqi aufmerksam geworden. Uns erreichen viele Nachrichten wie, sie ist so talentiert, vielleicht kann sie in der Zukunft bei den Winterspielen antreten. Darüber habe ich tatsächlich auch schon nachgedacht. Jetzt ist sie noch zu klein und wir werden ihren eigenen Willen in der Zukunft respektieren. Bei Olympia gibt es keine generelle Altersgrenze. Der jüngste Sieger soll 7 Jahre alt gewesen sein und holte 1900 in Paris Gold im Rudern.